Nein, nicht Walt. Ich bin es. Und ja, es ist meine Stimme. Und ja, sie klingt erstaunlich besser. Und wir kommen zum allerletzten Part von Smoking Guns. Wir haben viel gedreht und das ist unser letzter Part zu diesem Game. Und wir spielen da. Nehmen wir mal was wir noch gehabt haben, oder? Wir nehmen jetzt einfach nochmal oder El Paso. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß ja nie, wie das jetzt ist. Und ihr habt schon richtig auf meinem Profil gesehen. Oh ja, ich kann benutzerdefinierte Thumbnails machen. Das heißt, mein Channel ist jetzt so optimal, wie er sein soll. Den soll man jetzt loben. Ah, okay, das geht so. Rob de Bank. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch den Typen Rob de Bank? Der ist bei BBC Radio 1, glaube ich, ja. Der Rob de Bank, der ist cool. Das ist meine. Wo? Ach, da. Okay, Bony Knives. Das ist Gina. Apropos, was haben wir jetzt ja eigentlich? Doppeltes Revolver? Ich hätte die schwören können, da ist er. Ja, wo ist die denn noch? Ja. Wo ist jetzt die zweite Bitch? Jawoll! In der ihr hässliches Facelift. Oh nö. Ah, jetzt heißt es mal wieder, dass es ja mal wieder an mir liegt, ne? Okay, so meine eigene Schuld gewesen. Yeah, Mensch. Die Grafik ist ja wirklich bombastisch. Wie kann die schon ballern, wenn die mich noch nie gesehen hat? Wo ist er? Ficken. Ah, fuck, man kann ja Leute hier gar nicht messern. Ich wollte gerade messern wie bei MW3. Ach nee. Naja, gut. Jetzt mal in das Main-Menü zurück. Sag ich jetzt mal. Ja, das war's zu unserem letzten Part von Smoking Guns. Ich bedanke mich, dass ihr mir durch alle, ja, glaube ich, 6 Folgen begleitet habt und somit schließen wir mal wieder ein spannendes Let's Play ab. Zu ME3 kommt auch bloß noch bis Part 7 ein Video und danach suche ich mir ein paar Let's Tests noch raus und dann kommt wahrscheinlich wieder ein neues Let's Play. Zu welchem Spiel? Weiß
ja, würde ich sagen, lasst euch mal überraschen und deswegen würde ich sagen, wieder bei Game on the Cloud wieder schauen. Draufgehauen oder was auch immer. Also, wir sehen uns.